Hallo, willkommen zu Abend mit Kike. Heute machen wir Hühnchen mit Pommes. Wir fangen dann jetzt mit Zutaten. Ich habe bunte Paprika, je nach Viertelstück habe ich nur geschnitten. Rote Zwiebel eine, 3/4 Knoblauch, 700 Gramm Kartoffel, 400 Gramm Hühnchenfleisch, habe ich Scheibe geschnitten schon, oder Würfel schneiden könnt ihr auch. 20 Gramm Butter, Teelöffel Cayennepfeffer, Teelöffel süße Paprika. Zum Deko habe ich frisches Schnittlauch und Frühlingszwiebel genommen. Salz und Pfeffer kommt da rein. Und Olivenöl habe ich schon in der Pfanne drin. Wir können gleich anfangen. Schiebe ich rein. Mache ich hoch bis Ende, was geht. Pommes mache ich hier. Den mache ich auch an. Den mache ich 7. Den kann ich auch an hoch machen. Jetzt muss ich kurz warten. Jetzt geht es weiter. Der Olivenöl ist schön heiß. Tun wir es jetzt rein. Okay, die müssen wir jetzt schön anbraten, bis sie braun ist. In die Zeit schneide ich den Kartoffel zum Pommes vor. Okay. Habe ich überhaupt Maschine? Pommesmaschine? Nein, nicht. Habe ich nicht. Okay. So. Ich schneide den Pommes jetzt so weit und das dauert 6 bis 7 Minuten. Bis gleich. Jetzt geht's weiter. Ich tue jetzt Pommes zum Frittieren Öl rein. So. Das dauert Weile. Ich muss Abzug anmachen. Tut mir leid. Jetzt muss ich wenig mehr. Bis gleich. Jetzt geht's weiter. Jetzt tun wir Butter rein. Okay. Und Zwiebel schneiden. Zwiebel schneiden wir auch Scheibe. Abzug muss leider an, weil. Ja. Jetzt noch. So. Tun wir es rein. So. Paprika schneiden wir auch Scheibe. Also, und dann. Auch rein vielleicht. So, noch die rote und die Knoblauch. Ah, dann sinkt es. Also. So, zum Schluss Knoblauch rein. Während du umrührst? Ja, bitte. Schaut bei Instagram rein, schaut bei Facebook rein. Abonniert, wenn ihr nicht Abonnent seid. Ja. Wir haben ein Buch. Ja, genau. Nicht vergessen. 50 Rezepte auf Amazon. Ahmed Koch. 20 Euro? Ne, 19,99 Euro. Ja. Billiger. Kontrollieren Pommes. Dauert noch beide. Okay, dann braucht noch. So, den muss man jetzt auch 2-3 Minuten herumrühren. Dann ist der Pommes auch fertig, dann können wir gleich servieren. Bis gleich.
Die Pommes ist jetzt fertig, jetzt hole ich die Pommes raus. Die Öl abtropfen. Ja. Okay, jetzt kommt hier langsam. Ich mache hier das Salz drauf. Ich mache hier auch Salz gleich. Salz. Pfeffer. Süße Paprika und Cayennepfeffer tun wir jetzt hier rein. Verteilen schön. Umrühren. Gemütlich am Pfeffer drehen. Gemütlich, ja, also ja. Ich meine, alles gemütlich machen. Gut, so jetzt dann Pommes, ein bisschen umrühren auch. Ich mache halt immer so. Genau, umrühren. Umrühren. Oder mit schütteln, ne? Wenden. Wenden, ja genau, jetzt habe ich. Gut, danke. Bitte. So, jetzt tun wir in den Form rein zum Servieren. Da haben wir. Ja, ich hab's den Löffel genommen. Gott, hast du da halt was ist denn? Du bist der Mist. Pass auf, jetzt tue ich hier rein. Detail. Oh, ich habe schon Appetit, das gibt's nicht. Ist ja auch Mittagszeit. Das für uns zwei reicht. So. Okay, so jetzt noch zum Deko noch Schnittlauch, Frühlingszwiebel. Noch ein bisschen. Schmeckt bestimmt gut. So. So kann man sie dann servieren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Hühnchen. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Okay, wir fangen an jetzt mit Zutaten. Ich habe bunte Paprika, je nach Viertelstück, eine rote Zwiebel. Je nach Viertel? Ja, von jedem Viertel halt jetzt genommen. Okay. Jetzt kommen wir wie Uhr, gell? Knoblauch, 3-4 Stück, also sehe Viertel nach Paprika? Egal. Wir fangen neu an. Okay. Viertel nach Paprika war eigentlich ganz witzig. Viertel nach Paprika. Ihr Pfeffer, würde ich sagen so. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.